einmal den Mario, als er zu uns kommt. Aber ich werde sehen, der Hubertus kann ja nicht abstreiten. Der Mario bekommt jetzt von mir für OBB 100% Destillate, Obstspirituosen, jeweils die Klassifizierung World Class und für seinen orangen Geist die Goldmedaille. Ich helfe dir. Du kriegst das Mikro. Der Mario mischt ja schon richtig mit. Er sitzt nebenbei auch inzwischen in unserer Jury. Das ist halt so wie bei den Beamten, bei den Lehrern oder bei den Gendarmen. Die sind alle als Gendarmen geboren oder alle als Lehrer. Ich habe eine, mit funktioniert der mein Vater war Lehrer. Aber nichtsdestotrotz, jetzt reden wir was Ernstes. Mir ist immer aufgefallen, Orangengeist, die ganzen Produkte immer super, aber mir ist zum Beispiel immer aufgefallen beim Ingwergeist, den ihr produziert. Ich habe mit deinem Vater, mit dem Hubertus so oft darüber diskutiert. Was führst du auf? Hast du beim Mischen ein Problem, weil der Ingwer immer so nach Orangen schmeckt? Und jetzt frage ich mich, was hast du für eine komische andere Handschrift, dass auf einmal die Orangenkomponenten im Ingwer nicht mehr drinnen ist und der schmeckt wie ein Ingwer? Was machst du anders? Wir hatten uns ja schon mal kurz drüber unterhalten, aber beim Ingwer ist es halt wie bei vielen anderen Geschichten. Dadurch, dass Ingwer sehr verbreitet auf der Welt halt wächst, ist es wichtig, den richtigen Ingwer zu nehmen. Und wir haben jetzt Erfahrungen gehabt mit Ingwern aus verschiedenen Ländern und es gibt halt so manche Länder, in denen halt diese Zitruskomponente und diese Orangengeschichten viel stärker rauskommen als in anderen, wo halt diese wurzeligen klassischen Ingwernoten rauskommen. Und es hat halt auch immer noch ein bisschen mit den Ölanteilen zu tun, die halt ein Ingwer hat, die geschmacksgebenden ätherischen Öle. Und da muss man halt wirklich sagen, ganz klar, der Rohstoff macht's. Ja? Wir haben ein bisschen rumprobiert, wir haben rumgedoktert, wie wir es eben gehört haben, mit den verschiedenen Ingwerarten und Sorten und haben dann irgendwann den gefunden, wo wir sagen, okay, gut, damit kann man arbeiten. Ich danke dir, dass du dazu beigetragen hast, dass wir jetzt unsere Bandbreite von der Definition von Ingwer wieder ein bisschen eingeschränkt haben und sagen, die Bandbreite kann sein Ingwer, Ingwer, wurzelig, ätherisch, typisch Ingwer oder auch mit Zitrus-Orangen-Komponenten. Mach so weiter, wir haben eine Freude mit dir. Danke.